Sehr gut. Hier ein Zahnrädchen rein. Das brauchen wir für den Ofen. Sehr schön. Ich habe mir überlegt, ob ich das hier streame. Hab's dann doch gelassen. Hätte man eigentlich fast von der Länge her, hätte man das gut streamen können. Hätte man ein, zwei Streams draus schon hinkriegen können. Ich dachte mir, lass ich's, weil es so kurz ist. Haben wir es dann doch länger als vermutet. Noch ein Energiedings für uns. Das ist gut. Schon wieder Nacht hier. Mir ist auch bald wieder Nacht. Morgens begonnen, nachts. Wenn ich aufpasse hier. Hätte nicht gedacht, dass ich dafür so lange brauche. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, das Spiel. Bisschen unterschätzt habe ich das. Das erste Spiel, was ich komplett durchspiele in einem Zug. In einem Zug, versteht ihr? Schon wieder stehen geblieben. Jetzt geht's hier hoch. Fahren wir oben weiter. Da sehe ich doch schon den Sonnenaufgang. Hinter den Bergen. Und los, mir geht's mit 4 Krams. So, volle Fahrt voraus. Speicherpunkt. Oh, und stopp. Gibt's was einzusammeln? Ich lass nichts liegen. Alles mitnehmen. Wäre auch blöd, wenn ich jetzt hier Sachen auf der Strecke liegen lasse. Irgendwann beschwere ich mich dann darüber, dass ich keine Energie mehr habe. Aufsauen, bitteschön. Ach, die eine Kiste. Der muss ich nachhelfen. So. Das müssen wir doch bald da sein. Ich sag das schon die ganze Zeit, aber... Das kann hier gleich drauf. Ein bisschen Energie. Weiter geht's. Voran mit der Maschine. Na komm, weit kann es doch nicht mehr sein. So, rein damit. Ich weiß zwar nicht unser Ziel, aber unser Ziel kann doch nicht mehr weit weg sein. Hat mir keiner gesagt, wie das Ziel ist. Energie geht wieder aus. Nachladen. Und weiter geht's. Oh weia.
Wir haben keine Energie mehr. Ich will den Briefkasten nicht verfeuern müssen. Haben wir hier irgendwo Energie? Ich fürchte nein. Aber es wird wieder Tag. Ich möchte nicht. So ist das wirklich sein. Das soll wohl wirklich so sein. So am Ende den Briefkasten. Aus Not noch. Letztes Stück Heimat. Verbrennen lassen. Tja. Oder haben wir hier noch was anderes? Und verbrennen können. Nee, hier hängt nichts mehr. Sehe ich hier nichts mehr. Oh, wie schade. Unser Briefkasten. Schluchz. Ein wenig brennt er. Ein wenig Energie. Wir haben wieder Windkraft. Wenn wir die Windkraft nutzen können. Oh Mann. Ich trottel. Ein bisschen Nutzen muss uns der Briefkasten bringen. Na komm. Gut. Da geht die Sonne wieder auf. Die Energie ist alle. Auch unseren Briefkasten haben wir verpulvert. Stell ich mich wieder auf den Ausguck. Na komm, die Windenergie muss her. Sonst bleiben wir stehen. Sind das nicht schöne Bilder? Was fürs Auge. Ui, ein Geysir. Wunderhübsche Bilder, wunderhübsche Bilder. Und ich bin nur noch am Zuschauen. Wir segeln durch die Wüste. Energie ist alle. Da wird es Winter. Winter in der Wüste. Ja, das ist keine Wüste, das war ausgetrocknetes Flussbecken, so wie es ausschaut. Das Spiel kommt komplett ohne Dialoge klar, ohne Synchronsprecher, ohne. Das ist also, es ist eigentlich. Ich meine, wer sich da noch beschwert, ich meine, das ist schon allein, das ist so eine Kunst, das ist so eine Kunst, die allein die Hintergründe und so weiter, das ist alles. Es ist so schön. Und da ist noch genügend Action drin und so weiter. Das Spiel kommt komplett ohne Story aus. Ein bisschen Story ist schon drin. Aber es ist, ihr versteht, was ich meine. Kommt komplett aus, ohne dir etwas zu sagen zu müssen, ohne irgendwas, um dir was mitteilen zu müssen, um dir sagen müssen, unser Charakter ist so und so und jetzt diese Mission, es ist komplett ein Spiel, was ohne Text und ohne Dialog auskommt. Energie! Wir haben Energie da. Stopp. Anker rein. Ich gehe in die Kälte hinaus. Wir haben wieder so ein Feuerfass.
Sehr schön. Haben wir uns ein bisschen Ruhe gegönnt nach dem Sturm. Jetzt geht's hier wieder weiter. Mit voller Energie. Gleich mal hier abstellen. Das werden wir gleich gebrauchen. Ich hole mir noch die kleine Kiste. Hoffentlich kommt hier kein Zug. Der wesentliche Zug. Wir stehen noch mit dem Hintern auf den Schienen. Das meine ich. Hier scheint generell relativ wenig los zu sein. Der Tank ist wieder aufgeräumt. Dafür muss ich hier noch einmal löschen und reparieren. Fährt schon durch den Wind weiter. Na. Repariert. Können wir doch mal hier. Energie für Energie sorgen. Ist wieder ein Klotz. Na, wo sind wir? Was machen wir hier? Das brauchen wir gar nicht gerade. Gut, ich schau mal, dass ich da hochkomme. Was will das Spiel jetzt hier von mir? Hätten wir schon früher abstimmen müssen, oder was? Kommen wir hier voran? Irgendwas wird hier geschoben. Ah, sehr gut. Mal Anker festmachen. Hier ein bisschen Energie holen. Ein bisschen ist gut. Ganz Fass. Kommen wir jetzt hier hin. Nicht gut. Da oben ist ein Knopf. Mal vielleicht hier erstmal oben raus. Da gibt es wieder so einen Haken. Und nun? Such mal vielleicht ein bisschen, dass er zurückrollt. Darum komme ich noch nicht hin. Wie komme ich jetzt hier durch? Gut.
kann man da oben irgendwas machen? Ansonsten sehe ich mich gezwungen, eine kleine Aufnahmepause zu machen. Hoffentlich nicht eine zu lange Aufnahmepause. Nachher will ich noch streamen, vielleicht mache ich eine Aufnahmepause, die einen Tag lang andauert, aber auf jeden Fall muss jetzt meine kleine Aufnahmepause muss her. Jetzt. Gut, wir sehen uns. Ich spiele das Spiel noch zu Ende auf jeden Fall. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier eine Aufnahmepause machen. Da mich nach oben sozusagen bisher gefallen haben, lassen aber dann neuerseits und wir sehen uns auf jeden Fall gleich oder nächsten Part wieder. Wie ich das hier schneide, ist ja auch noch unklar. Gut, bis dahin. Haut da rein. Bis gleich. Svenny macht eine Aufnahmepause. Muss sich um sich selbst kümmern. Ich hoffe, ich kann hier speichern. So. Nach einer kleinen Aufnahmepause zur Lebenserhaltungsmaßnahmen Treffung und einem kleinen Among Us Stream geht es jetzt hier weiter im Spiel. Ja, was ist jetzt hier unsere Mission? Die können wir aufklappen. Und was bringt uns das jetzt? Wenn wir die Segel aufgespannt haben. Da kommen wir nicht ran. Das müssen wir erst runterziehen. Da drüben können wir da irgendwie... Die Lok mussten wir jetzt nach rechts rüberbringen. Damit wir jetzt überhaupt... Kann man das Fass vielleicht da drunter stellen? Dort drunter schieben, damit wir durch können oder... Jetzt hier die Mission. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Okay, das bringt scheinbar nichts. Steht in der Tür drin. Irgendwie müssen wir das Zeug jetzt zum Laufen bringen. Damit wir wieder hochkommen. Ja, da kommen wir nicht lang. Ich brauche das Fass für irgendwas. Werfen können wir das nicht. Ein Rätsel. Ein gutes, schönes Rätsel. Ein bisschen Energie haben wir noch. Hier mal gerade dranhängen. Das Fass. Wir müssen kein Fass aufmachen, deswegen. So. Jemand einen Plan. Theoretisch könnten wir da irgendwie. Wir können uns nur 2D-mäßig bewegen. Das heißt, anders die Leiter dort hinten, die können wir ausschließen. Sagen wir die Leiter dort hinten. Von hier aus kommen wir da nicht lang. Auf das Segel klettern war bisher auch noch nicht so wirklich möglich. Rückwärtsgang hat das Ding nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ein Karacho gegen die Wand fahren. Tut's hier, glaube ich, auch nicht. Versuche ich hier gerade mal. Ist
Team zu übersteuern. Jetzt habe ich das, habe ich die Energie verbraucht. Was bringt uns das? Jetzt habe ich Treibstoff verbraucht. Wir haben da zum Glück noch zwei Fässer. Das hier betreibt den vorderen. Das vordere Ding. Tja. Grübel, grübel. Schweißgerät mitzubringen bringt auch nichts, das alle. Tja. Irgendwie müssen wir an den Knopf da oben kommen. Ja. Wie kommen wir da jetzt durch? Da muss Wasser drauf fließen, damit sich die Tür öffnet. Aber wie können wir... Wie kriegen wir das gebacken? Das können wir da nicht runterwerfen, oder? Das können wir da nicht. Das wäre ja meine Idee dort. Da gibt es ja schon. Gibt es ja hier diese Kiste dort, diese das dort. Das Ding dort. Was man, wenn man es beschweren würde, runterrasseln würde. Ich sehe es momentan nicht. Müssen wir eine Komplettlösung bemühen oder was ist hier das Ding? Irgendwie müssen wir hier dann weiterkommen. Irgendwie müssen wir da erstmal was machen, damit das Wasser tropft. Tja, okay, gerade das Offensichtlichste noch nicht ausprobiert. Das habe ich gerade. Habe ich gerade beim Zombie-Display gesehen. Habe ich nochmal kurz reingeguckt. Das Offensichtlichste hier mal in der Schlaufe zu ziehen. Können wir den so bewegen? Rückwärtsgang verwenden. So, Bremse rein. Und da muss ja Wasser aufs Rad gestreut werden. Das ist ja, ich selbst drauf kommen können. Feuerwehrschlauch. Gut, da braucht das erstmal Strom. Warum auch immer das Strom braucht. Um Wasser zu befeuern. Wasser zu befeuern, ja genau. So, geh mal. Ups. Geh mal hoch. Und dreh dich, Rädchen. Jetzt geht das wieder zu, oder was? Nach einer Weile. Jo, hier durch. Geht nicht mehr zu. Okay. Ah, und da hebt sich das an. Nein, wir sind doch hier. Sehr gut. Okay. Jetzt kommen wir hier doch bestimmt. Und wir machen es andersrum. Und ziehen hier mal ein bisschen. Zack. So, hier, da müssen wir nur noch den Knopf hier drin drücken. Zack. Na. Sehr gut, und weiter hoch geht's. Und die Reise geht weiter. Ah, ja,
hier können wir, glaube ich, weiter. Jetzt können wir hier weiterfahren. Haben wir uns aus der Höhle befreit. So, ja. Let's go. Na, die Säge könnten wir jetzt auch wieder einklappen. Klappen sich vielleicht gleich von selbst ein. Säge los. So. Gas. Dampf. Nicht Gas, sondern Dampf. So, das muss da rein. Na komm. Ein bisschen Energie. Für den Tank. Jetzt haben wir auch wieder Wind. Jetzt können wir den zum besseren Energieverbrauch hier mal sehen. Hoch. So, hier und dann, zack, hier mal ein bisschen Steamverbrauch und weiter geht's. Weiter geht die Reise voran durch die Landschaften. Ich habe auch schon gesehen, wir sind hier mindestens noch eine Stunde beschäftigt. Wahrscheinlich noch so ungefähr eine Stunde. Eine Stunde könnten wir hier noch. Gut, dass ich eine Aufnahmepause gemacht habe. Das wäre jetzt kritisch gewesen. Na toll. Es brennt doch alles wieder. Ich darf nicht so häufig gegen Sachen stoßen. So. Chaos-Zwergi. Und reparieren. So. Na komm. Und sowieso wieder Energie. Haben wir gerade nichts mehr. Jut.